Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von Tomb Raider. Und zwar waren wir ja gerade hier bei diesem netten Pendel, wo auch im Hintergrund ein Medipack zu sehen ist. Und ich würde sagen, das Medipack wollen wir schon mitnehmen. Allerdings, wenn Lara da jetzt wahrscheinlich mit einem Satz nach hinten springt, dann wird das Ganze nichts. Von daher machen wir mal ein bisschen. Jo. Perfekt. Ja, weil sonst ist der Satz nämlich zu groß und sie kann dann nicht, ja, keine Ahnung, wie man das beschreibt, die springt halt zu weit und kann dann nicht sofort wieder abspringen. Das ist so ein bisschen problematisch bei Lara. Die hat das halt nicht so drauf. Okay, dann gucken wir mal weiter. Und dann, ja, unten hat man ja schon gesehen, dass dort ein Wasserbecken ist, was man treffen muss. Probieren wir mal aus, ne? Nehmen wir mal hier den Körper direkt. Ja, perfekt. Oh, guck mal, da liegt auch noch Munition. Nehmen wir uns auch noch mit. Das heißt, es gibt ja schon wieder 70 Munitionsdinger, die man finden kann, gefühlt. Bin ich mal gespannt, was denn hier noch so alles passieren wird. Da liegt hier noch mehr. Eieiei. So, nehmen das mal auf. Und da ist ein Speicherkristall. Boah, gut. Was mir nur nicht so schmeckt, ist, dass da jetzt so ein riesiger freier Raum ist. Schade, da kann sie nicht drüber. Heißt, ich muss jetzt erstmal hier so dann zwei Schritte vorgehen. Und dann speichern wir das ganze Spiel nochmal. Okay, bei so einem großen Raum, da ziehe ich doch mal sicherheitshalber die. Wow. Also da fliegen auf jeden Fall diese Energiekugeln. Keine Ahnung. Wow. Flattergegner. Ey, ist das nicht die komische Tuse, die da gerade noch die Welt neu erschaffen wollte? Die soll mal schön weg von mir bleiben. Und das war ja einfach. Hat die irgendwas Spannendes? Bewegt sich aber noch. So leicht wirst du mich und wow. Meine Brut nicht los, Lara. Die ist aber echt fies. Warum? Die soll abhauen. Ich nehme da doch mal jetzt ein großes Medipack. Lauf nicht hinter mir, Mann. Wir werden dann hier auch immer nur hin und her springen. Das ist für Lara so das Beste, was sie machen kann. Ist sie jetzt wenigstens tot? Bleib jetzt nochmal hier ein bisschen stehen. Jetzt kann ich auch durch die durchlaufen. Das ist dann schon mal was besser. Sprich, sie ist auf jeden Fall fertig am Ende, wie man es auch nennen möchte. Okay, jetzt haben wir wieder zwei Wege. Einmal hier lang. Und da hinten war auch noch einer. Was haben wir denn hier Schönes? Da liegt noch mehr Munition. Da lag noch was. Mein Gott. Wie viel Munition liegt denn? Boah, drei Streifen. Ich habe so das Gefühl, hier ist noch irgendwas Riesiges. Okay, mit 2200 Schuss gehen wir dann nochmal weiter und gucken, ob wir den Finalgegner finden. Also langsam habe ich das Gefühl, irgendwie werden wir hier nie den finalen Gegner finden, sondern immer nur so. Will ich da lang?
Okay, es gab zumindest keinen Schaden. Schon mal viel wert. Ich zieh mal lieber die Waffe, also. Wahrscheinlich kommt gleich so ein Felsen und überrollt mich. Und Spielende. Tot. Okay. Aber das bringt mir jetzt hier ja auch nichts. Ach, da kann man lang. Gehen wir doch mal da lang. Diesmal auch mit Anlauf. Das sieht wieder so aus, als könnte man den Sprung so schaffen. Ja, schafft man auch. Kommt man da jetzt auch hoch? Ja, perfekt. Dann schauen wir mal. Da liegt auf jeden Fall schon mal nichts. Da ist auch nichts. Wahrscheinlich falle ich da gleich noch runter und dann darf ich wieder alles von vorne machen. Zumindest weiß ich ja nicht, wo irgendwie noch was hier ist. Okay, da kann man so runter. Dann gehen wir da auch mal lang. Den Sprung, ja, da müssen wir Anlauf nehmen. Kann Lara da? Ja, kann sie. Das war aber auch knapp. Was wackelt denn hier eigentlich auch die ganze Zeit so? Weil das ist schon irgendwie nervig und wenn man nicht weiß, was da jetzt wackelt, hat man immer irgendwie das Gefühl, da kommt noch ein riesiger Gegner. Aber so wie es aussieht, sind wir jetzt hier auch am Ende der Pyramide. Weil sieht zumindest so aus, als wären wir hier in einer Pyramide. Und die komischen Typen haben ja auch gerade was erzählt von wegen, ey, du hast hier die Pyramide, die Kraft der Pyramide ausgenutzt. Das sieht auch so aus, als würde da jetzt gleich eine Kugel runterkommen. Nein, es kommt doch keine. Da auch nicht, aber das sieht so ein langer Gang. Er ist schon wieder sehr verdächtig dafür, irgendwas passiert auch noch. Zum Beispiel da lasse ich mich nicht runterfallen. Alter, was wackelt das hier so extrem? Ich kann mir höchstens noch vorstellen, dass hier die Pyramide kurz vorm Einstürzen ist und deswegen alles wackelt und rappelt und hast du nicht gesehen. Okay, dann nehmen wir mal Anlauf. Okay, den Sprung hat sie so geschafft, auch sehr schön. Wunderbar. Kraxeln wir mal hier lang. Und da wollen wir runter. Na gut, ne? Ich halte mal die Sprungtaste bereit. So von wegen, dass wir abspringen können. Es wird immer dunkler und dunkler und noch dunkler. Wir haben die große Pyramide beendet. Das ging ja sogar relativ fix. 11 Gegner nur, 23 Gegenstände, ein Geheimnis. Wahrscheinlich das, was wir da zuletzt hatten. Und nur eine halbe Stunde Spielzeit. In-Game-Spielzeit. Mal schauen, kommt da noch was? Weil sonst überspeichern oder überschreiben wir mal.
Ja, nicht schlecht. Damit haben wir das Ende endlich erreicht. Mein bisher längstes Let's Play. Und ja, Tomb Raider. Schönes Spiel auf jeden Fall. Der Anfang einer doch recht großen Serie. Spieleserie. Und kriegen wir jetzt eigentlich noch irgendwas oder? Nö, wir werden einfach ins Hauptmenü zurückgekickt. Keine Credits. Können ein neues Spiel starten oder ein Spiel laden. Ja, so kann man das auch lösen. Wahrscheinlich hätten wir ein bisschen mehr bekommen, wenn wir jetzt alle Secrets gefunden hätten. Aber da bin ich jetzt, glaube ich, nicht ganz so wild drauf. Aber ja, war ein schönes Spiel. Endlich habe ich es durch. Hat ewig gedauert. Und was als nächstes kommt, müssen wir mal schauen. Ob die Nachfolgeteile auch gespielt werden, bin ich mir nicht so ganz sicher. Was passiert jetzt? Achso, jetzt spielt die PlayStation. Selber auch nicht schlecht. Mal gucken, die ist bestimmt besser als ich. Auf jeden Fall, ja. Ah, irgendeine Taste drücken. Ich habe leider keine irgendeine. Badum. Ja, auf jeden Fall, schönes Spiel. Am Anfang noch so räubermäßig, dann wird es ein bisschen strange. So von wegen, ey, wieso sind da jetzt auf einmal Dinos und komische Wolf, ja, nicht Wolf-Alien, komische andere Monster, die ja, schleimmäßig aussehen. Vielleicht ist es im zweiten Teil anders, ich weiß es nicht. Ich habe bisher nicht alle Teile gespielt, eigentlich nur den dritten. Ach Göttchen. Ich glaube, der zieht auch alles magisch an, so an Gegnern. Auf jeden Fall, war ein schönes Spiel und ich hoffe, ihr hattet auch schon viel Spaß. Von daher sage ich mal, bis zum nächsten Spiel. Bis dann, der Pum.